eine besonderen Wert hat. Ed è per me un'espressione che oggi ha un valore molto particolare. Weil wir heute Politiker haben, che oggi abbiamo dei politici, die geschichtlich nicht informiert sind, che storicamente non sono informati, non sono informati riguardo alla storia, die auch nicht wissen oder Bescheid wissen über ihre eigene Familiengeschichte, che neppure sanno o sanno poco riguardo alla loro stessa storia familiare. Und es gibt den schönen Ausspruch auf Deutsch: Wenn du wissen willst, wohin du gehst, musst du wissen, woher du kommst. E c'è un bel detto in tedesco che dice: se vuoi sapere dove andrai, devi sapere da dove vieni. Und wir leben heute in einer Zeit, ich nenne jetzt nur drei Länder: Türkei, Syrien und Irak. E oggi viviamo in un tempo particolare, non soltanto tre paesi, Libia, Siria e Irak, die in einem politischen Chaos sind, che sono naturalmente in un caos politico. Durch die Auflösung des Osmanischen Reichs nach dem Ersten Weltkrieg, attraverso la dissoluzione dell'impero ottomano dopo la prima guerra mondiale, die Türkei hat zum Beispiel 1921 und 25 noch einmal ratifiziert. Che è stato ratificato in Turchia tra il 1921 e il 1925. Einen hundertjährigen Vertrag unterschrieben. È stato sottoscritto un trattato di 100 anni. Via den Völkerbund in Lausanne. Noi la Lega dei Popoli a Losanna. Über das dem Verbot, ihre eigenen Rohstoffe zu fördern, also Öl, Gas, Stahl, was immer. Un trattato di 100 anni sul divieto, la proibizione di vendere le proprie materie prime, quindi olio, gas, Kohle, Stahl, Carbone, Acciaio. Und das, was der Erdogan jetzt machen muss, e quello che adesso Erdogan deve fare, politisch gesehen, detto, visto dal punto di vista politico, ist sich aus diesem Vertrag spätestens 2025 zu befreien, liberarsi di questo trattato entro massimo 2025, um selbstständig diese Mittel, die sie haben, zu fördern, per fornire questi mezzi di cui vi ha a disposizione appunto in maniera autonoma, legale. Und jetzt muss man sich vorstellen, ein muslimisches Land, das 100 Jahre nicht vertragsbrüchig geworden ist. Okay, e bisogna immaginarsi appunto un paese islamico che non abbia interrotto questo trattato per 100 anni. Und das ist etwas, was ich mehr respektiere als viele andere Sachen. E questa è una cosa che io rispetto molto di più rispetto a tante altre cose. Wenn wir das verstehen. Se riusciamo a capirlo. Syrien und Irak, la Siria e l'Iraq, wurden über den Völkerbund ein britisches und ein französisches Verwaltungsmandat. Attraverso questo trattato la Siria e l'Iraq sono diventate territorio amministrato gestito dall'Inghilterra. Über 75 Jahre haben sie sich die Rohstoffe also in Verwaltung übernommen. Quindi per 75 anni hanno preso in mano l'amministrazione di queste materie prime. Und kurz vor Ablauf dieser Periode, was passiert? Der erste Kuwait-Krieg. E cosa succede pochi anni prima della fine di questo trattato, la prima guerra del Kuwait? Man kreiert Chaos. Si crea il Chaos. Und über das Chaos diktiert Amerika heute, was in der Region passiert. E attraverso il Chaos è l'America a dettare le regole di quello che deve succedere in questi paesi. Und jetzt fasse ich zusammen. Ich habe England als Feind deklariert. Quindi adesso metto un attimo un po', faccio un punto della situazione. Ho dichiarato l'Inghilterra nemica. Als Welthandels. Organisation. Come organizzazione mondiale del commercio, ich
Ho dichiarato gli amici francesi. Ich habe seit dem 6. spätestens seit dem 6. April 1917 Amerika als Feind. Okay, dal 6 aprile del 1917 anche America posso dichiarare nemica. Was passiert am 6. April 1917? Cosa succede il 6 aprile 1917? Deutschland, die deutschen Sozialisten mit der Preußenpartei, das ist die protestantische Partei. I tedeschi, o meglio detto i prussiani, i determinati politici prussiani, e ciò significa la frangia luterana, essenzialmente della Germania. Zahlt Lenin über die sozialistische Internationale mit Sitz in New York. Paga Lenin per l'internazionale socialista con sede in New York. 40 milioni di Goldmark. 40 milioni di marchi tedeschi. A Lenin. Dati a Lenin. Und Lenin fährt mit dem Zug von Berlin nach Moskau mit 40 milioni di Reichsmark in der Tasche. E Lenin fece un viaggio con questi 40 milioni di marchi tedeschi in tasca da Berlino in treno fino a Mosca. 40 milioni di Goldmark damals. 40 milioni di marchi d'oro dell'epoca entspricht circa 40 miliardi euro heute. Corrisponde a circa 40 miliardi di euro oggi. Das muss man sich ja mal vor Augen halten, ja? Bisogna tenere sott'occhio questa cosa. Was passiert weiter? America, nachdem die Bezahlung über den Grünen gegangen ist. Cosa succede poi? L'America, dopo che ha pagato questa quota, appunto, di sparare, steigt in den Ersten Weltkrieg ein, am 6. April 1917. Entra in guerra, appunto, 6 aprile 1917. Ein Monat später hat America mit der Sowjetunion in New York die sowjet-amerikanische Handelsbank. Dopo un mese l'America apre New York, la Unione Sovietica apre New York la prima banca. In Verwaltung von 6 kommunistischen Kommissären. In data l'amministrazione a 6 commissari comunisti. Aber die Bankverwaltung war amerikana. Ma l'amministrazione della banca era americana. Aber Mama, Rockefeller, Rothschild, Warburg, Bank of America und Western Union. Und diese Bank übernimmt alle Rohstoffe der Sowjetunion, um sie zu vermarkten. E questa banca prende in mano tutte le risorse dell'Unione Sovietica per affermarsi, per affermarsi sul mercato. Außer den Eigenbau. Tranne Eigenbau, was si segue da poco. Ok, tranne il consumo proprio, eccetto per l'uso proprio. Also der gesamte Export ist über die amerikanische Bank gemacht. Quindi l'insieme oggettivo dell'export viene gestito dal fatto che viviamo in un tempo oggi che è molto molto simile per contesto a quello.
gesamten Geldstruppen außer den Zoll 300 Kilometer nach ins Landesinnere zu versetzen. Ho avuto l'intelligenza di spostare di 300 km verso il confine, appunto verso il confine, le truppe che si trovavano prima in realtà nei confini di Israele stesso. Und es hat nachweislich 68 Grenzverletzungen mit der NATO gegeben. E ha creato 86 modifiche ai confini che erano stati dati dalla NATO. Wo die NATO bis zu 100 Kilometer auf russischem Territorium war. Dove la NATO li aveva fissati fino a 100 km verso il territorio russo. Hätte Putin seine Truppen nicht zurückgezogen, wäre da eine sehr, sehr prekäre Situation gekommen. Se Putin non avesse spostato le sue truppe, ci sarebbe stata una situazione veramente molto, molto precaria. Und ich kenne Russland, ich habe Russland sehr viel bereist. Conosco la Russia, ho viaggiato molto in verso il suo territorio. Der Russe ist genauso kriegerisch wie wir alle hier, die hier sitzen. La Russia è esattamente guerrafondaia quanto tutti noi che siamo seduti qui oggi. Mit dem einzigen Unterschied. Con l'unica differenza. Und jetzt bin ich sehr hart, so auch zu Italien. E qui sarò molto duro anche nei confronti dell'Italia. Der einzige Europäer, der europäisch denkt. Gli unici europei che ringraziano gli europei, che pensano all'europeo, sono i russi. Weil sie nicht in Europa sind. Perché non sono in Europa. Sie wollen nach Europa. Vogliono venire in Europa. Aber nicht auf kriegerische Art und Weise, sondern kulturell. Ma non in maniera appunto attraverso la guerra, ma attraverso il commercio e la cultura, quindi in maniera pacifica. Und wir brauchen in Russland eine Regierung, die sehr stark ist. E per questo ci serve in Russia un governo che sia molto forte. Weil sonst ist Russland, so wie die USA, in der Hand der Mafia und Organisationen, die machen, was sie wollen. Perché altrimenti la Russia sarebbe come gli Stati Uniti, come altri paesi, nelle mani della mafia e delle altre organizzazioni che fanno quello che vogliono. Das ist ein großer Unterschied im Denken zwischen mir und der Familie Habsburg. E questa è una grossissima differenza in termini di visione di pensiero tra me e la famiglia del Presidente. Das ist da, wo wir nicht einig sind. Questo è l'unico posto dentro in grande sincerità in cui assolutamente non siamo d'accordo. Und einer der Gründe ist der Friedensvertrag von 1917, glaube ich, Brest-Litovsk. E uno dei motivi per cui appunto siamo arrivati a questo è il trattato di Brest-Litovsk. Der eigentlich ein deutsches Diktat war gegenüber der Sowjetunion. Che di fatto è stato un diktat tedesco contro l'Unione Sovietica. Und wo der deutsche Staat damals gehofft hat, über die Ukraine ans Schwarze Meer zu kommen und auch auf die Erdölressourcen gewachsen. E che contava, contro la Germania, che contava di arrivare dall'Ucraina fino al Mar Nero e poter acquisire le risorse, in particolare il petrolio, le materie prime. Wo stehen wir heute? Dove ci troviamo noi oggi? Ich bin nicht Nostradamus. Non sono Nostradamus. Aber wir haben zwei, drei Entwicklungen, die keiner versteht zurzeit. Ma ci sono due o tre punti di sviluppo che nessuno ammette in valore. Das eine ist der amerikanische Präsident Trump. Uno è il presidente americano. Er ist ein No-Go. Come un no-go, un proibizionista.
meine Bekannte, die Frau Sager, kann das auch bestätigen, es ist ein Entwicklungsland geworden. È diventato un paese di sviluppo, questo lo può testimoniare anche la mia conoscente che è ospite con noi oggi. Allein in Hollywood, wenn ich eine Straße weiter nach links gehe, solo ad Hollywood, se io percorro una strada e vado verso sinistra, sind die Straßen voller Löcher, das Sozialsystem funktioniert überhaupt nicht. Und ich verstehe den Satz von Trump, America first, sofort. Und alle, die das nicht verstehen, kennen die Vereinigten Staaten nicht. Ja. Und er hat einen sehr schönen Ausdruck gewählt. Wo wollen Sie lieber aussteigen? In New York, in John F. Kennedy oder in Dubai? E lui ha utilizzato un'espressione molto particolare, molto bella, dicendo: dove volete scendere? A New York, a JFK o a Dubai? Und jeder, der beide Flughäfen kennt, sagt sofort Dubai. E chiunque conosca entrambi gli aeroporti risponderà immediatamente Dubai. Das heißt, Amerika über den Trump klingt sich, also entfernt sich ein bisschen aus der Weltmachtordnung. E questo significa che l'America attraverso il suo Trump si pulisce un po' dal suo status di potenza mondiale. Hat aber noch immer genügend Kraft, um ein Nordkorea und ein Südkorea auf den Tisch zu bekommen. Mantenendo però abbastanza forza e potere per portare allo stesso tavolo Nordkorea e Sud. Und das ist immerhin ein Konflikt seit 1955. E anche questo è un conflitto che esiste dal 1955. Und ein gefährlicher. Die NATO wird sich aufgrund der Türken anders entwickeln. La NATO wird sich in Ukraine diversa per l'intervento dei Turchi. Es wird ein Cluster geben von 4-5 Staaten. Sarà un incontro di 4-5 Stati. Die versuchen werden, Weltmacht zu spielen und das Equilibrium zwischen NATO und USA auszubalancieren. Che tenteranno di svolgere un ruolo di potenze mondiali e portare e ripristinare un equilibrio appunto rispetto alla NATO. Und dann